Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Hade. Hallo. Haha. Wir sind in der Wüste. Diesmal wirklich. Nicht so wie ich im letzten Part die ganze Zeit woanders war und nicht in der Wüste. Jan hat sich hier ja schon so ein bisschen umgesehen. Hat ein bisschen Spaß mit den Gegnern da ganz weit hinten. Und mit Spinnen. Ja. Und du willst jetzt die Wüste weiter erkunden? Richtig. Ich hüpfe hier einfach mal runter. Keine Ahnung, wo ich so hin möchte, aber ich guck einfach mal. Einfach mal alles abgehen. Ich mag Wüsten generell nicht, egal in welchem Spiel, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich vergesse irgendwelche Ecken, weil ich mich nicht so gut orientieren kann. Die Würmchen lässt du in Ruhe? Ja. Käfer habe ich auch noch geholt. Genau, den Käfer hattest du geholt. Der fliegt da ja sogar noch rum jetzt im Nachhinein. Boah, weil wir neu geladen haben. So, ich wollte in diese Ecke, in diese Nase da. Ich weiß, meine Beschreibungen sind super. Da so. Weil von da vorne sind wir ja gekommen quasi. Ja. Aber da waren wir noch nicht. Und plötzlich ist da so ein riesiges Loch in der Wüste. Ja. Ist da links neben dir noch was? Diesen Stein? Ich drücke mal hier drauf. Es ist, wenn man vorhin Tales of Xillia aufgenommen hat. Da kann man sich mit L so wunderschön drehen. Ah, da. Das ist echt ungewohnt. Kennst du das auch? Wenn du was anderes gespielt hast und dann... Das war Pfeile. Kannst du mit apportieren? Ja. Ah ja, wenn man so mal ein anderes Spiel gespielt hat und dann mit einem mal was anderes wieder... Nope, links davon musst du. Links davon? Mhm. Na gut. Das ist ein riesiger Baum dort. Baum? Da rechts, der kaputte. Ach so, ja. Was irgendwie aus einem anderen Zelda-Spiel einfach irgendein Baum sein könnte. Ich weiß nicht. Der Deko-Baum. Nee, das kommt nicht hin. Da ist noch eine Truhe. Der Deko-Baum oder der Kokiri-Wald war im Osten Hyrules, ne? Was fragst du mich Sachen? Kann ja noch nicht mal links und rechts auseinanderhalten. Ich meine, der Deko-Baum war im Osten Hyrules. Komm ich? Dementsprechend kommt das nicht hin. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Nee, aber da hinten hast du den Hyrule, den Julia sehen. Ja, wäre ich auch gerne hingelaufen. Langsam, wird's langsam heller? Das kam mir jetzt gerade so vor, als wenn die Nacht langsam vorbei ist. Mhm. Stört mich aber herzlich wenig. Diese Würmer irgendwie ein bisschen mehr. Ja, dadurch, dass du als Wolf so schnell laufen kannst, kriegen sie je nicht. Und hier bin ich ja sowieso safe. Okay, dann die nächste Nase. Ich glaube, einer von denen hing da auf dem Stein fest. Wunderschön. Aber hier ist auch irgendwie nichts, oder? Hier und da mal eine Truhe, aber ansonsten. Da hinten sehen wir auch das Schloss. Mit der magischen Pyramide. Ja. Nur sonst ist das hier wirklich nichts. Das ist echt so. Sie sehen nichts. Mhm. Na gut, dann laufe ich hier mal einmal den Vorsprung entlang. Bis da hinten. Dann habe ich hier quasi auch einmal alles hinter dieser weißen Linie. Ja. Oh, ein bisschen an der Karte orientiert. Guck mal, hier kannst du sogar wieder hochlaufen. Runter. Ja. Na, voll an der Ecke hängen geblieben. Gut. Ich glaube, mit Link ist das Ganze ein bisschen anstrengender. Ja, wenn du den ganzen Weg einfach durchrollst. Ich meine, gut, hier muss ich auch die ganze Zeit A drücken, aber es ist irgendwie etwas effektiver. Ich habe das Gefühl, du läufst einfach als Wolf schneller, als wenn du als Link rollen würdest. Ja. Ob das wirklich so stimmt, könnte wahrscheinlich irgendein Speedrunner sagen. Ist da hinten noch eine Kiste? Ja, aber da musst du dich, glaube ich, rüberziehen. Ja. Na gut. Das Gamepad haben wir übrigens nicht mehr da. Das heißt... Kannst du die Dinge auch einfach mit dem Fanghaken rausziehen? Das weiß ich gar nicht. Ja. Wow. Wir müssen ein bisschen an Molgera und seine Viecher. Ich habe ein Herz bekommen. Huch, das war schon fast richtig. So, wo ist denn das Vieh? Vieh? Da, rechts. Recht? Die Ananas. Ja, aber also viel zu weit weg da hinten. So warten, bis sie wiederkommt. Jo. In der Zeit habe ich doch schon drei Würmchen angesprungen. Ananas. Also noch kaum keins. Ananas. Die macht gerne die Ananas. Genau den Witz wollte ich eigentlich nicht bringen. Nicht? Nein. Aber die nasse Anna. Nein. Geht das so langsam mal? Nein, sie ist... Nein, Ananas!
irgendwie kommt die auch wieder. Die Ananas trollt mich. Ich glaube, die kommt jetzt hier in deine Richtung. Wehe nicht. Aber wir haben da hinten eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Da hinten rechts. Mhm. Ich glaube, die dreht gerade da vorne wieder ab. Ananas, please. Okay, also muss da vorne in die Ecke hin, um sich dran zu hängen. Und vor allem warten, bis sie jetzt erstmal wiederkommt. Ja. Und das alles nur. Wehe, da ist nichts Vernünftiges in dieser Truhe drin. 50 Rubine. Ich beobachte in der Zeit die Ananas. Ja, so wie eine Ananas sieht sie eigentlich gar nicht aus, so von nahen. Eigentlich nicht. Wie kommst du überhaupt auf Ananas? Hast du nicht Ananas gesagt? Du hast Ananas gesagt. Nein, du hast Ananas gesagt. Hast du nicht mit der Ananas angefangen? Die großen Dinger sind Ananas. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Ich habe es zu oft gesagt. Ananas? Ananas weg. Ja. Über dir? Nee. Da hinten? Die ist es nicht. Da! Ananas hat sich versteckt. Heute, wie streckt man den Part? Warten auf eine Ananas. Ja. Findest du den Ananasanbau in der Antarktis sinnvoll? Wenn das funktioniert, warum nicht, ne? Gut. Kann man die auch anvisieren? Irgendwann vielleicht. Da! Kannst du anvisieren. Puh! Das sind, oh, da kommen schon die nächsten Würmer. Ja. Und jetzt über dem Abgrund loslassen. Böse, er einfach guckt. Er hat auch keinen Bock mehr auf die Ananas zu warten. Lass dich runterfahren. Gut. Boah, ist echt nicht so schnell. Er hat bestimmt einen Stempel drin. Oder Geld. Na gut, das hylianische R. Ja. Im Moment, ich muss da auch noch irgendwie wieder rüber. Also wieder dranhängen. Und dich übertragen lassen. Nein! Okay. GG-Würmer! Ach guck mal, von da hat sich auch überziehen lassen. Ja. Also warten, bis sie wieder nah genug dran ist erstmal. Mhm. Diese Würmer sind so intelligent, ne? Da vorne ist Link, schnell angreifen! Wieso darfst du in deinem Part eigentlich alles Mögliche machen und ich darf hier rumstehen und auf eine Ananas warten? Schlechtes Karma. Kann ich bitte die Ananas anvisieren? Falscher Knopf. Das ist die Frage, wann ist sie passend, damit ich wieder loslassen kann? Geh einfach nach oben, ein bisschen weiter nach unten, bis du kurz über dem Boden bist. So. Nur du hast da unten den Schatten. Ja. Da vorne schon wieder ein paar Würmer in den Tod. Ja. Aber auf der anderen Seite ist ja auch nichts, wo ich mich dranhängen könnte. Du bist einfach gleich los, wenn du auf der anderen Seite bist. Stress. So. Hätten wir das auch. Alles nur für einen Stempel. Ja. Aber die willst du ja auch alle haben. Okay. Dann kommen wir jetzt hier mal runter. Zack. Und überall sind hier Zäune. Ja, es ist irgendwie auch gar nicht verdächtig, dass hier alles so abgezäunt ist. Da erinnern wir uns doch. Kann ich eigentlich noch mal ein bisschen außen rumlaufen? Nein. Das hat ihn schon ausgelöst. Ja. Junge, fehlt da einer. Ja, hast du ja auch abgeschossen wahrscheinlich. Uff. Okay. Okay. Du hast echt eine feurige Frisur. Ja. Ich will auch so ein Wildschwein. Wobei nein, ich will erst die Truhe, dann will ich das Wildschwein. Moment, ich krieg das hin. Hm? Huch. Wildschwein? He's watching you. Wow. Wow. So gut. Ja. Der beste Wildschweinreiter ever. Hast du gerade den Fall mit dem Schwert abgeblockt? Ja. Guck, der plötzlich her. Schon wieder sind Schwert mit dem Schwert abgeblockt.
Noch? Ich wollte, glaube ich, not mit mir sagen. Und da habe ich mir gedacht, das hört sich irgendwie doof an. Dann habe ich es gelassen und dann kam irgendwas Komisches dabei raus. Und wir sind da oben auch immer noch runterschmeißen. Ach, da ist noch einer. Das ist auch ein Wildschwein. Ja. Na, wische ich den von hier aus überhaupt? Und sind die da? Sag mir nicht, wie ich snipern soll. Na gut. Wieso? Ich schieß ihm doch genau in den Kopf. Schießt voll drüber. Schieß ich gar nicht. Du hast mir aber einfach ganz klar drüber geschossen. Ich hätte halt gedacht, er wäre größer. That's what she said. Ja, ach ja. Wildschwein. Willst du dem Wildschwein einen Namen geben? Grunzbert? Kann er auch wieder anhalten? Irgendwann. Aber ich kann ihn nicht dazu befehligen. Nein, außer du rennst gegen eine Wand. Okay. So, wo habe ich jetzt den Turm kaputt gemacht? Da war ja noch eine... Ach, da ist noch eine Truhe. Da. Mhm. Du könntest auch gleich dann nochmal ganz in den Süden der Wüste gehen und dort auch nochmal eine Wand kaputt machen. Okay. Dann bin ich, glaube ich, im letzten Part dran vorbeigegangen und da haben wir neulich die Möglichkeit, das kaputt zu machen. Gut. Ich habe nebenbei früher, als ich zum ersten Mal gespielt habe, ewig lange gebraucht, um rauszufinden, wie man weiterkommt. Weil du noch nicht wusstest, dass man das damit kaputt machen kann? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, auf den Dingern aufzusteigen. Ja, gut. Und als ich es mal gemacht habe, bin ich nicht auf die Idee gekommen, einfach mal loszulaufen mit den Dingern. Süden ist in diese Richtung, ja? Ungefähr? Leicht links. Da vorne musst du durch. Okay. Die sind aber auch etwas schwer zu steuern. Die haben so einen Wendekreis wie ein Hammer. Wie ein Hammer? Ein Panzer. Ja, wer kennt es nicht im Straßenverkehr? Die gefährlichen Hammer. So, und jetzt ist die Frage, wo genau war das denn? Ich würde sagen, leicht rechts, ja, jetzt wieder ein bisschen links, dann geradeaus. Ich versuch's. So, wo genau da? Da hinten? Da. Los, Grunzbert! Nee. Das Ding sich da überhaupt festhalten kann. Wetten, der bleibt genau vor dem Zaun wieder stehen. Ich wusste es. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Truhe. Autsch. Das hat ein bisschen weh vielleicht. Ja. Mehr für Grunzbett als für dich. Da muss er durch. Ach, guck mal, 500er. Naja, gut. Ich habe mehr darin erwartet. Können wir ja für den Maromarkt spenden. Ja, stimmt. Da müssen wir auch noch 2000 Rubine geben. Ja. Ist nicht nur noch 1000 irgendwas? Haben wir nicht schon ein bisschen was gegeben? 300? Waren es 300? Irgendwie so. Die Dinger einfach überfahren? Nicht unter dem Sand. Nee. Ist vielleicht auch schlauer, wenn sie nicht rauskommen, wenn ich hier durchrase. Irgendwie ist die ganze Welt ein bisschen schief gerade. Ja, das stimmt. Nee. Oh. Du hast Grunzbett getötet. Ups. Ich habe das Loch etwas zu spät gesehen. Weißt du, Grunzbett hat dich doch abgeworfen und gerettet. Und du schmeißt ihn einfach in den Tod. Ripp Grunzbert, you will be missed. Ich finde, du solltest jetzt 5 Schweigenssekunden für Grunzbert einlegen. Okay. Okay. Gut. Aber hier ist doch auch noch Grunz. Ich brauche einen Namen. Du bist doch hier der Namensmeister. Grunzbert. Der große Bruder von Grunzbert. Wie heißt der? Grunzbert. Ach, mit O. Ja. Jo. Aber Grunzbert schaut hinten gerade die Wand an. Er ist ja auch traurig, weil ich seinen Bruder getötet habe. Ja. Ich glaube, ich sehe eine Seele. Siehst du das? Wenn du ein bisschen weiterläufst. Da rechts. Achso, ja gut, da komme ich ja von hier aus jetzt gerade etwas schlecht dran. Würdest du dann links die Wand kaputt machen und dann da drüber gehen? Gute Frage. Nein, da ist eine. Oh, da ist eine Truhe. Sorry! Aber so kann ich dich etwas leichter abbremsen. Du hättest auch noch eine Runde drehen können. Ja, nee. Wie viel Geld ich hier heute sammel. So, komm. Und jetzt ab durch die Mitte gleich. Da freue ich mich drauf. Das wollte ich unbedingt machen. Erstmal alle Zäune kaputt machen. Die sahen eben morsch aus.
Also da. Da will ich rein. Du hast wahrscheinlich eh wieder direkt davor an. Ich sag, das Ding hat einen Wendekreis wie ein Hammer. Warum immer Hammer? Vielleicht ist Hammer eine Panzersorte. Bestimmt. So. Danke, Schweinchen. Eigentlich müsstest du geradeaus nach vorne gegen die Wand fliegen, wenn er da voll bremst. Vielleicht. Ach ja, Wolfi war ja auch noch hier. Ansonsten... Eine Kiste. Zwei. Eine Truhe. Oh. Ganz schön viele Truhen irgendwie. Irgendwie muss man die Wüste ja doch füllen. Warum kriegt man hier so viele Pfeile? Hm. Könnte man die vielleicht gleich irgendwie brauchen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Kann ich an Wolfi vorbeilaufen? Ja. Wo muss ich überhaupt eigentlich hin? Irgendwie dahinter? Aber hier... Ach, sehen. Ja. Komm. Komm runter. Ach, das sind auch diese komischen Wüstendinger. So. Komm. Nein. Komm her. Und einmal die Seele raus. Jawohl. Gut. Wie lange ist eigentlich schon? Kann ich gleich mal gucken. Ich wollte schon sagen, 100er? Nee, was für ein 10er. Ja. Ich habe so 100 Rubine vergraben. Und ein Herz. Ich hatte ja auch gehofft, dass ich vielleicht noch Herzen kriege. Ein Herz für Svenja. Ja. Okay. Und Wolfi da hinten denkt sich auch. Hallo? Hallo? Kann ich was beibringen? Hallo? 13 haben wir. Ah, okay. Oh nein. Wolfi, rette mich. Jetzt will er den Kopf beißen. Wobei, da ist er voll den Kopf geknallt. Ich sage dem jetzt schon mal, ich gehe gleich sowas von weiter, auch wenn der Part dann Überlänge hat. Das lasse ich mir nicht nehmen. Sei mir gegrüßt. Es wird Zeit, das Geheimnis um die verbliebenen okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lehren will. Unter den Techniken, die ich dich lehren werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du auch diese erlernen? Klar. Also gut. Aber sofort zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Wie ging der nochmal? Schildattacke, springe und dann angreifen. Schildattacke und einfach nur ganz oft A. Wo war denn die Schildattacke? Erstmal anvisieren. Und dann steht's da unten. Ah. Ah. Und nochmal A. Ah, okay. Genau, A. Ah. Ich mach den irgendwie nie. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Oder so. Also dann, die fünfte okkulte Kunst. Das Blankziehen. Best Technik ever. Nur weil es so episch ist. Ja. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst Schild und Schildattacke und Rundumhieb gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lehren, die dich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in der Scheide und erwarte deinen Gegner, ohne ihn mit Zettel anzuvisieren. Ziehe dann mit all dein Schwert, noch bevor dein Gegner eine Bewegung vorausahnen kann. Mhm. Unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man Blankziehen. Also dann versuch's mal. Na dann. Jo. Nun, das war ein kühner Schlag. Aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun hast du auch die fünfte okkulte Kunst des Blankziehen erlernt. Das war anspruchsvoll. A drücken kann ich. Hm. Ohne anzuvisieren. Ja. Gut. Nun gibt es noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf, nur so wird dir die okkulten Künste tatsächlich meistern. Möge sie unsere Wege erneut kreuzen. Yay. Mhm. Na gut. Da wollte ich, glaube ich, lang. Jo. Da haben wir doch was Schönes. Mhm. Einen Blick werfen, aber ich sehe da nichts wirklich Interessantes. Ein Typ, wenn ich da oben anguckt. Stimmt, kann ich von hier aus treffen. Au!
in den Kopf. Sniper Svenny. Ist auf der anderen Seite auch noch einer? Nö. Okay. Okay. Na, kommst du durch, um ohne erwischt zu werden? Ich finde das viel lustiger, erwischt zu werden. Da kannst du nicht mal so gut snipern. Das stimmt natürlich. Noch mehr Pfeile, gleich 20. Kannst du die Kiste da links verschieben? Ja. Ah ne, du kannst glaube ich damit durchgucken, durch die Fenster da oben. Kannst du durch diese Fenster durchschießen? Oh, lass mich gucken. Rein theoretisch. Aber da ist leider keiner da. Schade. Kannst du mit an... Okay. Vielleicht das andere Fenster? Ich liebe diese Passage. Ach, da ist einer. Ja, einfach. Deswegen übersiehst du jetzt den Part dafür. Ja. Wenn ich wollte... So. Ey! Wow. So viel zu Sniper Svenny. Kann ich ihn dadurch noch erwischen? Das wäre hart. Ich glaube, er hat keine Lust. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, aber er war dann einfach zu schnell irgendwie. Aber er kommt doch bestimmt gleich zurück. Irgendwann. Vor allen Dingen hier jetzt so mit dem Bogen zu stehen, ist mit Sicherheit nicht auffällig oder so. Hallo, beachte mich einfach nicht. Ja. Ich stehe hier nur rum und schieße euch in die Beine. Ich glaube, er möchte nicht zurückkommen. Dann halt nicht. Gesehen. Dann wollen wir doch mal gucken. Die Challenge. Challenge verkackt. Naja. Er ist noch nicht auf mich zugerannt. Es macht einfach zu viel Spaß, die hier alle abzuschießen. Ich liebe das total. Sobald du gesehen bist, musst du abgeben. Nein. Das sehe ich gar nicht ein. Kann man die Dinger auch eigentlich irgendwie kaputt machen? Nee. Mit dem Wildschwein umrennen? Ja gut, aber hier ist ja keiner mehr. Nö. Oh, spannende Musik. Ja. Hier ist keiner. Schade. Irgendwie machen die keine Geräusche. Nee. Ich glaube, jetzt habe ich schon zweimal welche gesehen, aber die haben irgendwie nichts gemacht. Naja, sie dachten, sie hätten mich gesehen, aber sie waren halt nicht schnell genug, um Bescheid zu sagen. Kann ich da durchschießen? Ja. Ist da oben noch einer? Nein. Vielleicht schlafen die alle noch. Ja, nur alle im Halbschlaf. Ich denke mir, solange die mich nicht angreifen, ist es auch okay. Du bist doch voll am Schlafen. Ja. Das ist echt im Schlaf getötet einfach. Dass deine Kollegen aber auch nichts sagen, ne? Die merken gar nicht, dass ihre Leute gerade einfach alle am laufenden Band sterben. Nee. Huch. Hat ja alle gesehen. Verkackt. Ach. Der trifft mich ja noch nicht mal, der Trottel. Sagt die drei Schüsse bräuchte, um ihn zu treffen? Puh. Jan, du bist keine Hilfe. Sollte ich eine sein? Eigentlich ja schon. Was soll ich machen? Nett sein? Dann schieße ich dir auch so den Hintern. Du hast einen armen Typen von den Hintern punktiert. Ja. Jetzt weißt du, was passiert, wenn du nicht nett zu mir bist. Ich finde erstmal Pfeil und Bogen, mit den Hintern zu punktieren. Wir haben Messer im Haushalt. Das zählt nicht. Ja doch. Den armen Typi muss ich jetzt leider beim Essen abschießen. Oder auch nicht. So. Aller guten Dinge sind drei, ne? Ja, eben. Da. Ne, da ist keiner mehr. Okay. Ich habe ja auch. Von alle. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich perfekter Sniper bin. Ich sagte nur, dass es Spaß macht. Aber du bist Sniper, Svenny. Du musst doch alles auf Anhieb treffen. Ja, nee. Die Phase hast du aber auch lang genug angeschaut. Oder zerstöre ich sie jetzt? Zerstöre ich sie jetzt nicht? So, erstmal den Schlüssel mitnehmen. War das? Und du kannst langziehen auf das Wildschwein machen. Moment, war das so? Erstmal durch das Wildschwein durchblank ziehen. Ja, und das ist so das bescheuertste Herzteil in diesem Spiel.
In dem Schwein. Ich würde sagen, es ist nicht mal so schwer zu finden, weil du kannst das Schwein anvisieren. Ja, aber es das ist verdächtig. Es ist schon seltsam. Na gut, dann stelle ich dich hier hinter dem Zelt ab. Mhm. Ist dir das genehm? Ja. Gut. Danke. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.